Einen angenehmen Abend. Willkommen zur Zeit im Bild 2. Russland attackiert weiter Ziele in der gesamten Ukraine. Dauerfeuer. Viele Regionen des Landes wurden auch heute mit Raketen und Kampfdrohnen beschossen. Wir schalten zum ukrainischen Autor Andrei Kurkov und zu Paul Krisay nach Moskau. Grenzgang. Österreichs Bundeskanzler kritisiert die EU-Kommission ungewohnt scharf. Sie würde den Grenzschutz außer Acht lassen. Bergfahrt-Tickets für Skigebiete werden deutlich steigen, im Schnitt um 8, mancherorts um 11%. Einige Skigebiete wollen nun werktags billigere Karten anbieten. Mit Marschflugkörpern oder Drohnen attackiert zurzeit Russland die Ukraine aus der Luft. Anders als noch vor einigen Tagen aber Ziele im gesamten Land. Zur akuten Gefahr kommt eine humanitäre. Die Raketenangriffe führen zu massiven Problemen bei der Energieversorgung im Land. In einigen Regionen ist der Strom zur Gänze ausgefallen. Die 7 führenden demokratischen Wirtschaftsmächte, die G7, haben bei einer Videokonferenz die Angriffe auf die Ukraine aufs Schärfste verurteilt und zugesichert, Wladimir Putin für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft ziehen zu wollen. Wladimir Putin hingegen sagt heute, er sei zu Verhandlungen über die Sicherheit im Atomkraftwerk Saporischschja offen. Und auch der russische Außenminister wiederholte einmal mehr, für Verhandlungen mit den USA bereit zu sein, während weiter Raketen auf die Ukraine flogen. Paul Huemer berichtet. Kiew räumt auf. Die Spuren des gestrigen Bombenhagels sind noch ganz frisch. Angst und Panik wollte Russland hier verbreiten. Doch davon lässt man sich in der Hauptstadt scheinbar nicht unterkriegen. Es ist erschreckend, was hier passiert ist, aber wir haben uns daran gewöhnt. Wir werden weiter kämpfen. Der Krieg ist in der Hauptstadt wieder ganz nah. Die Kiewer U-Bahn-Stationen sind voll mit Menschen. Explosionen und Sirenenalarm zwingen auch heute Vormittag Tausende in die Schutzräume. Beim morgendlichen Sirenenalarm haben mein Kollege und ich, die wir die Wohnung teilen, unsere Notrucksäcke geschnappt, sind die Stiegen runtergelaufen und sind so wie die Ukrainerinnen und Ukrainer, die in der Umgebung leben, in eine benachbarte Tiefgarage gelaufen, um dort Schutz zu suchen. Eine Vielzahl von Menschen war heute dort, weit mehr als in den letzten Wochen und Monaten. Wohnhäuser, zivile Infrastruktur, nichts scheint mehr sicher vor Russlands Raketenarsenal. Moskau nimmt mit seinen Angriffen auf Ukraines Energieversorger den Menschen Wasser und Wärme. Putins Zermürbungsstrategie sei aber sinnlos, sagt der Bürgermeister von Lemberg. Die Lage ist sehr ernst. 4 Umspannwerke wurden komplett zerstört. Wir haben Probleme mit der Strom- und Wasserversorgung, aber wir arbeiten im Moment daran, alternative Systeme auf die Beine zu stellen. Ich bin optimistisch. Russland wollte Angst und Schrecken verbreiten. Sie bekommen jetzt aber das Gegenteil. Die Entschlossenheit der Ukraine bekommt Russlands Armee derzeit an allen Fronten zu spüren. Putins Truppen sind am Rückzug. In einer Stadt nach der anderen weht wieder die ukrainische Fahne. Eine Demütigung, die man nun versucht, wieder wettzumachen, vermutet man im Westen. Was wir gestern gesehen haben, ist ein Zeichen von Schwäche. Russland ist nicht in der Lage, am Schlachtfeld Fortschritte zu machen. Wie viele müssen noch unter Putins vermeintlicher Schwäche leiden? Das fragt man sich derzeit wohl nicht nur in der Ukraine. Wir gehen jetzt in die Wiener Hauptbücherei zu einem der wohl bedeutendsten zeitgenössischen ukrainischen Autoren, Andrei Kurkov, dessen neues Buch Tagebuch einer Invasion in diesen Tagen erscheint. Herr Kurkov, schönen guten Abend. Guten Abend. Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie hier im sicheren Wien heute hören, dass in Ihrer Heimatstadt gestern und heute erneut wieder Bomben fliegen, Raketen sogar auf den Westen der Ukraine landen? Wie geht's Ihnen bei solchen Nachrichten? Das ist sehr peinlich. Eigentlich vor 2 Tagen, ich habe Ukraine verlassen mit dem Auto nach Slowakei und dann mit Flugzeug nach Wien. Ich bin in Kontakt mit meiner Tochter, die ist immer in Kiew und sie hat gesagt, dass das war wie ein Erdbeben, weil wir wohnen auch gleich daneben, neben der Universität in Altstadt Kiew.
So, ich war auch in Kontakt mit vielen von meinen Freunden, die noch näher zu Explosionsorten wohnen und haben jetzt seine Wohnungen praktisch ruiniert wegen dieser Raketen. Es gibt keine sicheren Plätze mehr in der Ukraine. Das ist auch ein bisschen das Ziel von Wladimir Putin, Angst und Schrecken in der Bevölkerung zu stiften. Sie schreiben in Ihrem Buch, im Nationalcharakter der Ukrainer gäbe es so etwas wie Fatalismus nicht. Sie seien auf den Sieg programmiert. Solche Beschüsse sollen ja die Bevölkerung mürbe machen, kriegsmüde machen. Glauben Sie, wird das Wladimir Putin gelingen? Nein, das hat nicht, er hat nicht das geschafft, was er wollte. Und eigentlich, ich denke, dass diese Angriffe zeigen, dass er weiß nicht, was zu tun jetzt, weil russische Armee ist viel schwächer als ukrainische Armee. Er kann nur mit Raketen Ukraine angreifen. Er wird weiter versuchen, Infrastruktur zu zerstören vor dem Winter. So, die Leute haben Angst ohne Heizung. Weiter zu erleben. Aber ich will sagen, dass eigentlich die Leute haben keine sozusagen schreckliche Gedanken. So, sie einfach vorbereiten sich besser dafür. Einige ziehen nach Dörfer um, wo sie Häuser haben, aber am meisten in Kiew, die Leute bleiben und Bürgermeister von Kiew, Herr Klitschko, hat gesagt, dass Kiew ist vorbereitet auch für mehr Angriffe und Kiew wird widerstehen, ja, und alle Dienste werden funktionieren. Vor allem zu Beginn des Krieges klingt bei Ihnen Frustration darüber durch, dass der Westen die Ukraine noch zu wenig unterstützt hat. Nun unterstützen praktisch alle NATO-Länder die ukrainischen Truppen. Über den Sommer wurden sehr, sehr viele Waffen in die Ukraine geliefert. Dadurch wurden auch die großen Geländegewinne der vergangenen Wochen und Monate möglich. Fühlen Sie sich noch immer alleingelassen vom Westen oder hat der Westen da nachgeholfen? Nein, nicht mehr. Am Anfang, das war sehr schwierig und man sah, dass zum Beispiel Deutschland oder Frankreich wollte nicht sich in diesem Krieg einmischen. Eigentlich viele Politiker dachten im Westen, dass Ukraine wird sich aufgeben, dass Ukraine wird nicht mehr existieren, 2-3 Tage nach dem Beginn des Krieges. Ja, aber als Widerstand war stärker und stärker geworden, dann eigentlich auch Deutschland langsam und Frankreich und andere Länder haben begonnen, Ukraine zu helfen. Aber natürlich ohne amerikanische Hilfe, ohne britische Hilfe, ohne Hilfe aus Polen und Litauen und Estland. Ukraine konnte nicht am Anfang wirklich so schnell Widerstand zu organisieren. Sie schreiben auf Russisch, nennen sich selbst einen ethnischen Russen, aber auch einen ukrainischen Vertriebenen. Wie lebt es sich in dem Widerspruch in der Sprache des Aggressors über eine unabhängige Ukraine zu schreiben? Ja, für mich das ist okay, weil ich habe ukrainische Identität, außer Muttersprache, wie Krim-Tatarin oder ukrainische Slowaken oder ukrainische Polen, ja. Aber natürlich, das ist nicht sehr psychologisch bequem, ein russischer schreibender Schriftsteller zu sein, heutzutage natürlich, ja. Und die Gesellschaft ist sehr radikalisiert. Es gibt, sehr viele Emotionen gegen Russland und gegen alles Russisch, auch gegen russische Sprache. So, natürlich, ja, ich verstehe das und ich verstehe, wenn ganz viele Intellektuelle aus der Ukraine sagen, dass man kann nicht jetzt auf Russisch schreiben, wenn auch einige russischsprachige Autoren haben abgesagt, weiter auf Russisch zu schreiben und schreiben jetzt auf Ukrainisch. Ich bleibe für meine Romane mit meiner Muttersprache, aber Non-Fiction und Kinderbücher ich schreibe auch auf Ukrainisch und auch auf Englisch. So für mich, das ist okay. Russland benutzt ja die russische Sprache ganz bewusst, um seinen Hegemonialanspruch zu rechtfertigen. Gerade in der Ukraine gibt es in der russisch sprechenden Bevölkerung größeres Verständnis für die russische Politik und die Position. Oder ist das nur die Sicht des Kremls? Das ist einfach, was Kreml sich ausgedacht hat. Praktisch
80% der russisch sprechenden Bevölkerung in der Ukraine war immer pro-europäisch und pro-ukrainisch. Und 20% ja, stimmte für pro-russische Parteien, aber sie waren nicht pro-Putin. Hauptsächlich sie waren nostalgisch über sowjetische Zeit. Sie waren pro-sowjetisch und einige dachten, dass eigentlich Putin wird eine neue Sowjetunion bauen. Und jetzt natürlich, ich glaube, noch mehr russischsprachige Ukrainer sind pro-ukrainisch und pro-europäisch. Und ich muss dazu sagen, dass die Mehrheit der Zivilopfer des Krieges in Mariupol, in Avdiivka, in Kharkiv sind russischsprachige Ukrainer. Weil diese Regionen sind eigentlich russischsprachige Regionen. So, man kann nicht sich vorstellen, dass Putin verteidigt russische Sprache, aber gleichzeitig tötet Tausende von russischsprachigen Ukrainern. Kann die Ukraine Ihrer Meinung nach diesen Krieg gewinnen? Ja. Aber man muss verstehen, was ist Sieg für Ukraine. So, für Ukraine Hauptsache ist, die okkupierte Territorien frei zu machen, ja, inklusive Krim. Ukraine braucht nicht russisches Land. Und Hauptsache ist, dass die russische Armee weg ist aus Ukraine. Dann Ukraine kann weiterleben und alles, was ruiniert, wieder bauen. Und endlich, ich glaube, in 5 Jahren, in 10 Jahren ein Mitglied von der Europäischen Union sein. Natürlich, ja, wenn alle Reformen sind durchgeführt und die Gesellschaft ist viel toleranter geworden nach dem Krieg, nach dieser Radikalisation. Im März, kurz nach Beginn des Krieges, haben Sie gesagt, wirklich zu Ende wird der Krieg erst sein, wenn Putin tot ist. Glauben Sie das noch immer, dass Frieden nur ohne Putin möglich ist? Ja, das ist sehr wichtig, dass er ist weg. Das ist egal wie, aber nicht egal wann. So, desto schneller er ist weg aus unserem Leben, aus Ukraine, desto einfacher wird eine, ja, nicht gemeinsame Sprache, aber auf jeden Fall eine diplomatische Sprache mit neuem Präsidenten zu haben, um Ukraine frei zu haben und dass Russland lasst Ukraine in Ruhe. Sagt Autor André Kurkow in einem Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet und etwas gekürzt haben. Die Langfassung gibt es wie immer im ZIP2-Podcast und in der TVTK. Und wir schalten jetzt noch nach Moskau zu unserem Korrespondenten Paul Kriesel. Wie werden denn die flächendeckenden Bombardements in der Ukraine der russischen Bevölkerung vermittelt? Die vom Kreml kontrollierten Staatsmedien, die berichten erstaunlich offen über diese Bombardements. Da sind in etwa die gleichen Bilder zu sehen wie auch in westlichen Medien, aber sie werden in einen ganz anderen Kontext gebracht. Es wird da kaum gesprochen über die zivilen Opfer. Es wird weiterhin behauptet, es handle sich um hochpräzise Raketenschläge. Und Russland gibt hier weiterhin der Ukraine selbst die Schuld für diese Bombardements. Das sei die Antwort auf die Explosionen auf der Krimbrücke, hinter denen Moskau bekanntlich ukrainische Geheimdienste sieht. Was auffällt, ist, dass der Kreml und seine Staatspropagandamedien nicht mehr versuchen, den Anschein zu wahren, es handle sich hier nur um Beschuss von militärischen Zielen. Es wird jetzt offen eingeräumt, dass es sich auch um zivile kritische Infrastruktur handelt. Das ist in gewissem Maße eine Wende, aber das gesamte Ausmaß der Zerstörung, das wird weiterhin verschwiegen. Präsident Putin und Außenminister Lavrov haben sich ja heute offen für Gespräche gezeigt. Was ist denn davon zu halten? Das haben wir immer wieder schon gehört und bisher waren das meist leere Worte. Wladimir Putin hat heute dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde gesagt, man sei offen für Dialog, aber Russland stimmt weiterhin einer kampffreien Zone rund um das Kraftwerk, um das Atomkraftwerk Saporischschja nicht zu. Es ist auch heute mehrmals die Meldung durch die Medien gegangen, dass Außenminister Lavrov Gesprächsangebote gemacht habe. Ein Angebot hat es allerdings nicht gegeben.
Außenminister Lavrov hat in einem TV-Interview gesagt, auf die Frage, ob es in einem Monat am G20-Gipfel ein Treffen zwischen Putin und US-Präsident Biden geben könnte, hat er wörtlich gesagt, wir lehnen solche Treffen niemals ab. Wenn die USA das vorschlagen, dann sind wir bereit, diesen Vorschlag uns anzusehen. Im selben Interview sagt der Außenminister aber, dass Verhandlungen nur zu den Bedingungen Moskaus möglich seien. Das ist, soweit wir wissen, vor allem die Bedingung, dass die Gebiete der Ukraine, die Russland für sich beansprucht, weiterhin unter russischer Kontrolle bleiben. Da geht es um die Halbinsel Krim und die vier Regionen im Osten und im Süden der Ukraine. Wir wissen, dass das Bedingungen sind, denen die Ukraine und die USA nicht zustimmen. Um es zusammenzufassen, muss man sagen, wenn Russland weiterhin die Ukraine mit Raketen beschießt und gleichzeitig sagt, wir reden ja gerne, aber nur zu unseren eigenen Bedingungen, dann ist das kein Gesprächsangebot, sondern ein Erpressungsversuch. Vielen Dank für diese Analyse, Paul Krise, und alles Gute nach Moskau. Und damit nach Österreich. Bundeskanzler Karl Nehammer hat heute die Europäische Kommission scharf kritisiert. Er erwartet, dass die Union in die Gänge komme, sagt er der deutschen Welt. Er sieht löchrige Außengrenzen und fordert einen verstärkten Grenzschutz. Regina Pöll und Ulla Kammer-Schmidt berichten. Es sind harte Worte, die der österreichische Bundeskanzler in einem Interview mit der deutschen Welt fallen lässt. Warum kümmert sich die Kommission als Hüterin der Verträge nicht endlich darum, dass EU-Recht andauernd gebrochen wird, wenn in einem Binnenland wie Österreich so viele irreguläre Migranten ankommen, die zuvor durch mehrere EU-Länder und sichere Drittstaaten gezogen sind, ohne angehalten worden zu sein? Eine gute Frage, nur nicht an die richtige Adresse. Statt an Brüssel sollte Nehammer sich an den ungarischen und den serbischen Nachbarn wenden, sagt der Asylrechtsexperte. Bei aller Kritik an der EU-Kommission muss man sagen, aber dass es hier ein großes Problem eben insgesamt in sehr vielen Staaten, vor allem in Osteuropa, gibt. Wir hatten in Ungarn in den ersten 8 Monaten 115.000 Aufgriffe, aber nur 36 Verfahren wurden zugelassen, also Asylverfahren in Ungarn. Hier sieht man schon, in Österreich hatten wir 70.000 Anträge. Die Visapolitik Serbiens provoziert auch den Ärger Deutschlands. Die Innenministerin erklärt am Rande eines Termins in Berlin. Um es klar zu sagen, die Visapraxis Serbiens ist inakzeptabel. Auch diese trägt zu den Bewegungen auf der Balkanroute bei. Serbien muss seine Visaregeln an diejenigen der Europäischen Union anpassen. Das ist eine klare Erwartung der Bundesregierung. Ungarn und Serbien winken die allermeisten Menschen nach Österreich weiter. Sehr viele stellen hier zwar einen Asylantrag, reisen aber innerhalb weniger Tage in andere EU-Länder, wie Zahlen des Innenministeriums und der Asylkoordination zeigen. Bis Ende August waren es fast 57.000 Asylanträge, ein Plus von 195% gegenüber dem Vorjahr. Inzwischen ist die Zahl der Anträge auf etwa 74.000 gestiegen. In der Grundversorgung sind derzeit knapp 90.600 Personen. Davon sind aber der deutlich kleinere Teil, nämlich 20.000 Asylsuchende. Der Großteil sind mit gut 57.700 Vertriebene aus der Ukraine. Dazu kommen vor allem noch subsidiär, also besonders Schutzberechtigte ohne Asyl. Hier wird leider mit den Zahlen etwas gespielt. Weil wenn man hier jetzt von den großen Antragszahlen spricht, wird das mit den großen Grundversorgungszahlen vermengt. Man muss aber festhalten, dass die Anzahl derjenigen Asylbewerberinnen, die in Österreich bleiben, eigentlich stabil bleibt, nur ganz leicht steigt in den letzten Monaten, weil sehr viele weiterziehen. Der ganz große Teil sind Vertriebene aus der Ukraine, die eigentlich im Regime der Sozialhilfe zu versorgen wären. Österreich sei bereits überbelastet durch 90.000 Menschen in der Grundversorgung und die EU-Kommission sehr wohl die richtige Adresse, sagt hingegen nach den Aussagen des Kanzlers der Innenminister. Faktum ist, die belasten das System und ist für alle, für den Bund, für die Länder, für die Gemeinden, für die Hilfsorganisationen eine große Herausforderung. Wir wollen und müssen diese Menschen unterstützen. Wir müssen aber auch klar zeigen, was nicht geht. Und es gibt eben derzeit sehr viele Menschen, die versuchen, dieses System auch auszunutzen oder zu missbrauchen. Da müssen wir klare Kante zeigen. Wenn man aus wirtschaftlichen Gründen herkommt, dann hat das Asylsystem damit nichts zu tun. Notwendig sei also ein besserer Schutz der Außengrenzen, sagt Karner, und mehr Zusammenarbeit in der EU. Skifahren wird deutlich teurer. Darüber berichten wir gleich nach weiteren Meldungen des Tages.
In Wien ist ein Kontaktmann des Attentäters, der im November vor 2 Jahren 4 Menschen getötet hatte, zu 19 Monaten Haft verurteilt worden. Der 24-Jährige soll dem Attentäter das ideologische Rüstzeug geliefert haben. Da er bereits fast 2 Jahre in Haft verbracht hatte, wurde er nach der Verhandlung freigelassen. Israel und der Libanon haben sich in einem Abkommen auf die Festlegung einer Seegrenze geeinigt. Seit Jahrzehnten war diese umstritten. Dabei geht es auch um die Nutzung der Gasfelder in dem Gebiet. Beide Länder hoffen auf Einnahmen durch die Gasförderung. Die Proteste im Iran sollen auch die Öl- und Gasindustrie erreicht haben. Videos in den sozialen Medien sollen Demonstrationen und Streiks etwa in der Assaloyeh-Raffinerie zeigen. Trotz des gewaltsamen Einschreitens des Regimes gehen die Proteste auch im Rest des Landes weiter. Das britische Höchstgericht befasst sich seit heute mit der Frage, ob Schottland ohne Zustimmung Londons ein Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien abhalten darf. Die Entscheidungsfindung werde einige Monate dauern, so das Gericht. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon will kommendes Jahr abstimmen lassen. Die erste absichtlich herbeigeführte Kollision einer Raumsonde mit einem Asteroiden war nach Angaben der US-Weltraumbehörde NASA erfolgreich. Der Crash hat den Asteroiden von seiner Bahn abgelenkt. Die Mission gilt als Test für Möglichkeiten, die Erde vor Einschlägen zu schützen. Die britische Schauspielerin Angela Lansbury ist im Alter von 96 Jahren in Los Angeles gestorben. Sie zählte zu den großen Hollywood-Stars. Bekanntheit erlangte Lansbury vor allem als Jessica Fletcher in der Serie Mord ist ihr Hobby. Eine ganz große. Die hohen Stromkosten belasten auch Österreichs Skigebiete. Die Kosten für die Betreiber steigen um 15 bis zu 20%. Nun sollen die Liftkarten im Schnitt um 8% teurer werden. Einige Skigebiete wie Sölden oder Ischgl wollen ab Winter sogenannte dynamische Preise anbieten. Während der Hauptreisezeiten soll dann Skifahren teurer sein als an Werktagen. Doch es gibt Bedenken gegen diese neuen Preismodelle. Nichts bleibt, wie es ist, in Zeiten der Inflation. Auch Skifahren wird teurer. Im Montafon kostet ein Tagesticket bald 47 Euro. In St. Anton zum Beispiel 67 Euro. Einige Skigebiete im Westen sind bei der Preisfindung kreativ. So wollen Sölden oder Ischgl Skikarten an Werktagen zwar günstiger anbieten, dafür am Wochenende mehr kassieren. Der Preis soll davon abhängen, ob man die Karte früh kauft oder erst an der Kasse vor Ort. Alles ganz nach dem Modell der Preisbildung von Flugtickets. Der Vertreter der Tiroler Skigebiete hat zwar Verständnis für neue Preismodelle in Zeiten hoher Energiekosten, ist aber kein Fan dieser Idee. Wenn jetzt bei diesem neuen Modell der schönste Tag, die meiste Auslastung in der Ferienzeit ist, meistens ist es so, dann kann es passieren, dass gerade diese Familie einen viel teureren Preis zahlt. Und das halte ich für falsch. Und deshalb bin ich der Meinung, aber es gibt andere Meinungen, bin ich der Meinung und Anhänger unseres konservativen Preismodells, das vielleicht altmodisch wirkt, aber zumindest eine faire Regel während des ganzen Winters gehabt hat. Hörl ist eher für Einsparungen bei den Stromkosten. Ideen dazu liegen am Tisch. Wir können natürlich auch die Sesselheizungen ausschalten. Das ist, glaube ich, verschmerzbar. Wir brauchen auch die Stationen nicht so lange zu beleuchten. Wir können an den Heizungen sparen. Oder das Ende von Nachtskilauf. Beschneien müsse man aber weiterhin, heißt es. Österreichweit sind Betreiber von Skigebieten nervös. Teilweise würden die Kosten diesen Winter um 20% steigen. In Kärnten will man Preise für Skikarten im Schnitt um 8% anheben. Vom sogenannten Dynamic Pricing hält man nichts, da man von Familien abhängig ist, die dann womöglich auf Skifahren verzichten. Wir haben über unsere etablierten Preismodelle mit Vorsaison, Hauptsaison, Nachsaison eine wirklich Planbarkeit für unsere Kunden, für unsere Gäste in der Preisgestaltung. Derzeit und für diese Saison wird kein Dynamic Pricing, so wie diese Preisgestaltung genannt wird, in Kärnten umgesetzt. Trotz aller Unterschiede bei Preismodellen bleibt ein gemeinsamer Nenner. Skifahren wird teurer. Jahr für Jahr haben wir um diese Zeit über das umstrittene weiße Band am Resterkogel bei Kitzbühel berichtet. Ein Schneedepot, das einen extra frühen Saisonstart ermöglicht hat, meist schon Mitte Oktober.
Nach dem Aufschrei der vergangenen Jahre wurde die Piste auf der grünen Wiese heuer aber abgesagt. Wenn es Aufrufe zum Energiesparen gäbe, dann wolle man nicht so dreindreschen, sagt der Vorstand der Bergbahnen in Kitzbühel den Salzburger Nachrichten. Es wäre eh zu warm. Die Aussichten. Große Regengebiete liegen derzeit weit nördlich oder südlich von uns. In Österreich sorgt ein schwaches Hoch zumindest zeitweise für Sonnenschein. Morgen muss man anfangs mit vielen Nebel- oder Wolkenfeldern rechnen. Einzelne Schauer entstehen über den Bergen. Am Nachmittag wird es dann zunehmend sonnig und das bei 13 bis 19 Grad. Das milde Herbstwetter bleibt uns bis weit in die nächste Woche hinein erhalten. Ab Sonntag steigen die Temperaturen sogar weiter an, auf 20 Grad und mehr. Damit verabschieden wir uns von allen die über 30 mit dabei waren. Alles Liebe aus Wied. Und bei uns in ORF 2 widmet sich kreuz und quer dem Leid der Frauen im Iran. Der Tod der Iranerin Mahsa Amini zeigt, was im Iran schon lange ein Problem ist. 66% aller Frauen sind Opfer häuslicher Gewalt. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich deutlich höher. Aktivistinnen kämpfen dafür, dass die Übergriffe gegen Frauen endlich ein Ende haben. Ein gefährliches Unterfangen. Und in der ZIP Nacht geht es heute um den heute zu Ende gegangenen Terrorprozess in Wien. Gast ist die Terrorismusexpertin Daniela Pissou um 23.31 Uhr in ORF 1. Soweit der Tag. Das Team der Zeit im Bild 2 verabschiedet sich. Noch einen angenehmen Fernsehabend. Auf Wiedersehen.